So, jetzt mal ehrlich, ich frage mich wirklich, was soll ich euch denn zu diesem Film erzählen? Was wollt ihr von mir über Fast and Furious 9 hören? Dass das alles ultra und teils famose Action-Orgie ist? Dass man diesen Film nicht ernst nehmen darf und er dann genau Bock macht? Dass sich ohne Sinn und Verstand von einer in die anderen Krach-Bumm-Szene gehangelt wird? Ist es wirklich das, was ihr hören wollt? Okay, dann willkommen in der Filmfabrik. Ich habe mein Leben immer in Viertelmeilenabschnitten gelebt. Aber Dinge ändern sich. Ich bin jetzt Vater. Ich werde immer in deinem Herzen sein. Little Brian, ich habe ein Geschenk für dich. Das habe ich von deinem Daddy. Und jetzt schenke ich es dir. Das ist was ganz Besonderes. Es beschützt dich vor all dem, was da kommt. Tja, eigentlich habe ich schon vor dem Opener jetzt alles gesagt. Das ist ja auch irgendwie komisch, ne? Auch dieser mittlerweile 9. Teil von Fast and Furious ist Überraschung. Schnell und furios, schnell und wild, schnell und aufgebracht. Es müssen in der Konzipierung des Drehbuchs Sätze gefallen sein wie Leute, welche physikalischen Gesetze wollen wir eigentlich ignorieren? Und alle so, ja. Also gut, Dom. Was kommt als nächstes? Wie viele Kalendersprüche, egal wie schnell man ist, passen eigentlich als Dialog in so ein Drehbuch? Und alle so, ja. Die Vergangenheit ist schneller. Meine hat mich gerade eingeholt. Alles ist drin. Es ist wirklich unfassbar. Wer nach 8 Filmen und vor allem nach dem letzten Teil glaubt, hier kommt so eine Art Bodenständigkeit mal rein oder ein gewisser Realismus. Ja, legt euch gehackt. Nein, auch Fast and Furious 9 ist die große, absurde, allzeit krachende Bombastbomberei auf der Kinoleinwand. Und das ist eben exakt so. Auch stringent und richtig. Man bleibt sich eben treu und der Einzige, der wirklich noch alles so richtig ernst nimmt, ist, glaube ich, Vin Diesel selbst, der mir mal in einem Interview gesagt hat, das hier, das ist die größte Filmsaga aller Zeiten. Nun gut, vielleicht eine Einzelmeinung. Ist lange her, Dom. Der Typ ist also ein Meisterdieb. Auftragskiller. Hochleistungsfahrer. Wer ist das? Jacob ist Doms Bruder. Dieser Film ist das Lieferando unter den Fanservicen, inklusive diverser Rückblenden, Rückbezüge und Rückblicken auf Erlebtes und für uns Neues, was eben aber auch schon in der Vergangenheit liegt. Dom Toretto lebt mittlerweile auf dem Land, teilweise ohne warmes Wasser, aber dafür halt in Ruhe und in Frieden, mit der Familie zusammen. Surprise, das ganze Idyll wird gecrashed. Ein ominöser Mr. Nobody ist mit einem Flieger abgestürzt, hat eine letzte Botschaft hinterlassen und die lässt das Team um Dom eben jetzt dann doch nochmal zusammenkommen. Natürlich ist die Welt in Gefahr, natürlich geht es um so eine mega, super, über Katastrophen, Waffe, Bedrohung. Dazwischen neue Verbrecher, aber auch Cypher, gespielt von Charlize Theron, die wir ja schon aus Teil 8 kennen. Aber auch Doms verschollen geglaubter Bruder spielt eine Rolle. Sie alle wollen nichts anderes als die Weltherrschaft. Drunter wird es in diesem Film einfach nicht gemacht. Dein ganzes Leben lang hast du dich angestrengt, um schneller zu sein als Dom. Cleverer als Dom. Stärker als Dom. Aber könntest du ihn auch töten? Kurzer Cut, wir halten erstmal fest, es gibt sehr viele Charaktere, aber keiner verdirbt den Brei, weil in diesem Brei sowieso schon alles verdorben ist, was nur gammeln kann, wenn man immer noch mit einer Ernsthaftigkeit an diesen Film rangeht. Aber wie gesagt, das dürfte eigentlich niemand mehr tun, das dürfte bei niemandem eine Voraussetzung mehr sein. Was wollen wir von so einem Film? Es soll krachen, wir wollen diese plumpen One-Liner, es soll laut sein, zwischendurch vielleicht noch so ein bisschen La Familia-Feeling, dazu ein Kaltgetränk, Snacks, geiler Abend, danke. Schön, auf Wiedersehen, ich gehe jetzt ins Bett. Und genau das liefert Fast and Furious 9 eben. Und in vielen Momenten finde ich ihn sogar besser und konsequenter als in Teil 8. Verwegene Theorie, es liegt am Fehlen von Dwayne The Rock Johnson. Mit seinem Zugang wurde da plötzlich so irgendwie so dieser ebenbürtige Riesenstar in die Reihe geholt. Vin Diesel war nicht mehr so dieses ultimative Alpha-Tier und jetzt ist Dwayne eben weg und die Story hat wieder einen gewissen Fokus, hat eine Art von Struktur, auch eine gewisse Hierarchie.
Und auch da nochmal eine Beobachtung, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, die dieser Reihe wirklich eigentlich nicht hoch genug anzurechnen ist. Ich finde, Fast and Furious hat es in den letzten Filmen geschafft, so quasi unter der Hand, ohne großes Bohai, einen großen Schuss Diversität in den Cast zu holen. Wo andere Filme irgendwie extra den Fokus nochmal drauf legen müssen. Hallo, wir haben jetzt auch Frauen hier und wir haben auch Hispanics gefunden und wir haben noch eine Asiatin gecastet oder was auch immer. Diese Reihe hat das so peu à peu eingeflochten und ich finde das wirklich bemerkenswert und das muss man diesem Film einfach mal als Orden einmal anhängen. Es gibt nichts Mächtigeres als die Liebe der Familie. Doch wenn daraus Wut wird, dann gibt es nichts Gefährlicheres. Vielleicht ist das wirklich das Ende, aber wir sterben zusammen. Du weißt, ich würde mit dir bis in den Tod fahren. Dass diese Filme wandelbar sind, ist ja völlig klar, wenn man sich anguckt, wie das alles mal gestartet ist in den ersten Teilen und zu was es jetzt eben geworden ist. Es ist eine Art Justice League mit 1000 PS unterm Arsch, Minimum. Es ist so TKKG für Fortgeschrittene mit Führerschein. Sie sind ja jetzt mehr die Leute, die die Welt retten. Ich weiß nicht, wann ich jemals so viele zerstörte Autos in einem Film gesehen habe. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, die hotteste technische Neuerung in diesem Film zu nehmen, die mit Magnetismus funktioniert. Ich weiß nicht, ob man wirklich auch ein zweites Mal über irgendeine Idee für diesen Film nachgedacht hat. Mir ist es am Ende aber auch völlig egal, weil bei all der Absurdität, die F9 hat, hat dieser Film auch eine Leichtigkeit. Bei all der Abgedrehtheit hat es auch Herz. Viele Parts aus dieser Review hätte ich im Prinzip 1:1 aus der von Godzilla vs. Kong copy-pasten können. Aber es ist eben in dieser Verbindung der Charaktere, dieser Legacy der Filmreihe, die das gewisse Etwas mitbringt und die es hier wirklich, wirklich funktionieren lässt. Machen wir uns an die Arbeit. Sag mir nicht, dass das ein Pontiac Fiero ist, der an ein Raketentriebwerk geschnallt ist. Beeindruckend, ich weiß. Nein. Nein, das ist nicht beeindruckend. Meine Arsch hat Feuer gefangen! Einzig so dieser wellenartige Spannungsauf- und Abbau, der hindert den Film so ein bisschen dran, so einen durchgängigen Drive zu bekommen. Aber vielleicht sind das auch einfach so diese Verschnaufpausen zwischendrin, die mal ganz gut tun. Mehrere Sachen finde ich, auf die ihr euch einfach freuen könnt, wenn ihr in diesen Film geht. Das sind Minenfelder, das sind Triebwerke und es sind eben Magnete. Mehr müsst ihr zu dieser Story nicht wissen. Die Story ist beim Verlassen des Kinos schon völlig egal. Die Action bleibt im Kopf, reiht sich aber ein und alles verschwimmt irgendwie in so einer Fast and Furious Suppe. Aber am Ende, have fun. Ich bin hier, um dich zu vernichten, kleiner Bruder. Da liegt ein Fehler. Das hier ist meine Welt. Krass. Die haben ein Flugzeug mit Magnet? Festhalten. Sag mir, dass du nicht das denkst, was ich denke, dass du denkst. Da ist keine Brücke! Hey, echt jetzt? Deal with it. Ich hatte definitiv Spaß und ich wünsche ihn euch auch, weil es kracht ganz gut. Und nochmal, ich finde das Ding irgendwie besser als Teil 8. Aber das ist wieder nur meine Einzelmeinung. Ihr werdet mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Ich bin mir sicher. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal hier wieder im Kanal der Filmfabrik. Bis dahin, bleibt gesund und vernünftig. Macht's gut. Tschüss.